Hallo und herzlich willkommen zu DPL Season 2, Spieltag 4. Wieder alleine, weil TJ immer noch verschwunden ist. Oder? Warte, ich höre da was. TJ! TJ, rede, du kannst wieder reden. Er hat mir einfach so einen ekligen Apfel im Maul gesteckt. Wer? Er hat mich einfach entführt. Entführt, von hinten niedergeschlagen. Nein, aber auf seinem Kackdachboden. Hier stinkt's wie Pest. Also, Robin, Er hat die ganze Zeit gesagt, er hat die ganze Zeit gelacht und gesagt, ich will unbedingt ins Video. Und dann hab ich niedergeschlagen. Und ich hab noch mit ihm aufgenommen. Ja, ehrenlos. Ehrenlos. Du musst doch wissen, wenn er direkt da ist, um mit dir aufzunehmen, das ist alles nur ein riesiger Betrug. Ach Gott. Auf jeden Fall. Ich heiße euch dessen. Herzlich willkommen nochmal zu TPS Season 2 Spieltag 4 mit TJ. Diesmal bin ich mit dabei. Juhu. Wir sind wieder da. Und wir sind wieder da mit Grovet Union und unseren 12 Schätzen. Mehr oder weniger. Die kleinen, pinken, süßen Mons. Ja. Die kleinen, kommunistischen, knuffigen Dinger. Ah ja. Ja, Min-Min, gegen welches Team geht's denn heute, Schönes? Gegen welches Team spielen wir? Wir spielen heute gegen Primetime Salamander. Also wir haben gespielt. Leider keine Live-Aufnahme, aber vielleicht kommt das ja irgendwann. Ja, also wir haben geplant, bald eine Live-Aufnahme zu machen. Letztes Mal ging's nicht, weil der Kampf sich um 2 Stunden verschoben hat und wir um 23 Uhr dann gespielt haben. Und dann waren wir aber auch zu müde. Ja. Und ohne Kaffee hätten wir dann nichts mehr gemacht, also. Und ich trinke um 23 Uhr keinen Kaffee, weil das widerlich ist. Stimmt. Seien wir eher einfach ehrlich, ne? Ja. Primetime Salamander von Franklin und Lloyd. Ja. TJ, was sehen wir denn dort? Wir sehen eigentlich absolut ein Chaos, muss ich sagen. Ja. Wir sehen also, ein komplettes Chaos. Ja, der Draft war sehr gut. Also, als man sich so gesehen hat, wie sich die Team langsam bildet, am Anfang war er noch okay. Mega, dies, das. Mega Lopunny und. Im Draft haben sie ja First Pick Kingdra gepickt. Damit war es das zweite Team, was Rain picken wollte. Dann kam das Ristadero, Lopunny, dann kam das Rihornio, wo man sich ein bisschen dachte, okay, was wird das in eine Richtung gehen? Als dann noch Chimsticks gepickt wurde, war ich einfach komplett raus. Also sie haben Terrain, sie haben Rain. Sie haben also auch beides nicht. Sie können auch einfach beides nicht mitnehmen. Ja. Insgesamt ein Team, was Chaos ist. Mir gefällt das Team weniger persönlich, aber trotzdem nicht zu unterschätzen durch diese paar kleinen Juwelen drinne. Ja. Also es gibt so einzelne Monster, die richtig dick bördern, aber das Gesamtbild ist einfach ja schwierig, auf jeden Fall damit zu spielen. Beispielsweise Kingdra. Kingdra ist so ein Mon. Wovor wir am meisten Angst hatten im Rain, weil er ist einfach schneller als alles war von uns. Außer. Ja, das ist natürlich das Wassertempo, die ist das. Der Hurricane trifft immer. Hydro macht nochmal 50% mehr wegen des Regens. Also da gibt es wirklich gar keine Switches in, außer AV Slowbro wieder mit Spedef. Aber das wollten wir nicht mal. Nee, wir haben diesen Spieltag haben wir auf Slowbro halt andere Moves gebraucht, dazu kommen wir gleich. Was war noch scary? Ja, Lopunny ist immer scary, einfach weil das Ding so eine gute Offensive hat. Das Ding hat einen Benton Pass, was nochmal ein bisschen scary ist, wenn es halt, keine Ahnung, irgendwas passt. Nur vielleicht noch was hochzuheilen. Ristadero war halt ein Kombi mit Chimstick, so eine kleines Dorn im Auge. Nicht so das krass, nicht mal. Das ist lang, weil es ist schneller als alle unsere Mons, außer mit Necktrick, aber nee. Der Schwertanz auf dem Teil war halt ein bisschen gefährlich. Plus durch Unburden wäre es schneller gewesen, by the way. Ja, nur durch Unburden. Insgesamt Unburden war so eine Sache, weil wir haben in dem Gegnerteam 3 Unburden-Mons, also dreimal Unburden, dann noch Rain und dann irgendwo random Rihornio. Ja, welches aber trotzdem scary ist, weil es halt Rihornio ist. Ich meine, ich kenne mich mit Rihornio am besten aus. Ja, und wir haben den kleinen Sohn von Rihornio. Ja, wir haben den kleinen Sohn von Rihornio, aber... ohne Icy. Was ich halt gar nicht gesehen habe, war persönlich gesehen das D-Tier und das Noctu. Ja, also Noctu. Geonux ein wenig, wenn man es halt mit Terrain und Burden als
Slowbro-Counter spielen will, maybe. Ja. Also, und das geht auch mit seinen Lightning Moves ziemlich gut. Also, Geonox ist eigentlich ganz solide. Hätte ich jetzt halt in dem Fall nicht gedacht, aber. Ja, aber wir haben halt auch Pixie und das sah halt nice in dem Matchup aus, übelst. Und das haben wir natürlich. also, falls es mitkommt, dann haben wir halt Pixie. Der ist halt super. Und apropos, wir können dann gleich zu unserem Team switchen und wir sehen direkt zuallererst, was, wenn nicht our Slowbro. Der King himself. Der King himself, Robert ist wieder zurück. Der King aus dem letzten Spieltag, welcher einfach das Spiel einfach komplett rausgezogen hat. Ja, er hat einfach alles getankt, was da war an Sachen zu tanken. Mhm. Heute mit einem Fist-Death-Set mit Slack-Off, Teleport, Psychic und Scald. Wir wollten einfach unsere beiden Step-Moves haben. Teleport war einfach in diesem Spieltag absolut nice, weil wir halt so gesagt forcen konnten, dass Slowbro angegriffen wird, was kein Damage kassiert. Ja. Wir konnten damit halt sowas wie U-Turn countern oder andere Dinge machen. Oder einfach einen Hit tanken und dann in unsere Offensive gehen, die nicht jetzt so stabil ist. Also wir hatten damit theoretisch zusammen mit Regenerator manchmal einen Free Switch in. Ja. Also, die harmonieren sehr gut, die beiden. Dann. Unser Pixie war halt. Das will ich erklären. Okay. Also, wir haben hier einen Pixie mit der Citrobeere. Jetzt erstmal ganz wild, wieso spielt man Citrobeere auf Pixie? Nicht wie jeden Spieltag eine Antibeere. Es war so, wie wir ja gesagt haben, Kingdra ist. Scary as und deshalb falls sie Quaxo plus Kingdra mitnehmen, was sehr wahrscheinlich war, oder halt nur Kingdra mit Choice Backs, der büllert ja auch so rein, und damit das Ding nicht einfach durchgeht durch alles mit den Dragon Steps, mit den Water Steps, mit Hurricane, hatte ich mir so einen kleinen Schlachtplan ausgedacht. Und zwar, wenn Quaxo drin ist, gehen wir sofort in Pixie. Weil entweder doublen sie auf Kingdra, um halt den Rain übelst zu nice zu usen. Oder also wir können halt uns gegen Quaxo setupen, was wir halt auch gegen Kingdra fighten. Denn, kurze Erklärung für alle, sollten wir halt, ich glaube es reicht, wenn, also wir dürfen maximal ungefähr 10% gedamaged sein. Also wenn wir halt in das Quaxo rein switchen und es uns angreift, sollte es nicht viel Damage machen. Ja, und außerdem kriegen wir dann vielleicht einen Wish, vielleicht einen Moonblast aufs Quaxo, vielleicht eine Cosmic Power, was wir hier im Set. Ja, also Cosmic Power war halt der Plan, dass wir halt gegen einen Kingdra Cosmic Power drücken. Zusammen mit der Citrobeere können wir dann den Rain ausstallen, beziehungsweise uns weiter hoch setupen, sodass wir halt irgendwann das Kingdra mit Pixie 1v1 können. Ja, also wir 1v1 das Kingdra mit Pixie auf jeden Fall. Ja. Und das Pixie war auch so der Plan. Im Late Game, wenn sowas wie Magneton weg ist, das Pixie dann einfach das komplette Team mit Cosmic Power Ward. Was auch eigentlich gut funktionieren würde. Ja. Kommen wir weiter zu unseren nächsten beiden Mons. Nämlich einmal Robin, unser Manectic, welches glaube ich jetzt jeden Spieltag dabei war. Was ich auch mag. Weil, guckt es euch an. Es ist einfach der Speed diesmal wirklich, weil es muss mit Dings mithalten. Mit Megalopunny. Ja. Wir haben ganz klassisch wieder die drei Attacken gespielt, die wir jeden Spieltag dabei haben. Plus unser Toxic diesmal, weil wir dachten ja nach dem letzten Spieltag, nee, wir brauchen diesmal den Toxic notfalls. Irgendwas, was Statuseffekte macht, falls sie schneller sind. Ja, oder, also es war hauptsächlich für den Rehornio Switch in und wir haben diesmal auch keinen Overheat wieder gespielt, weil Flamethrower Magneton so gekillt hätte. Ja. Also das war. Und weil ich einfach kein Fan von Overheat bin, ich habe Flashbacks von Rotom Heat aus der letzten. Ja, dann kommen wir noch zu unserer schönen Deckenlampe mit einem sehr komischen Item. Auf jeden Fall einfach mal physisch-defensiv nochmal, um Lamus auszuhelfen. Ready dazu noch? Ja, falls sie lustig sind und einfach in Lamus drin bleiben und weiter auf den Damage gehen, haben wir halt noch einen zweiten physisch-defensiven Switch in mit gegen Lopunny, gegen Resadero, gegen Rigornio. Was wir halt gespielt haben, wir haben die Hazard Control gespielt, indem wir halt Defog Roost, Stealth Rocks und Body Press dabei hatten. Dann haben wir als halt Sturdy gespielt, um halt mindestens einen Hit zu tanken. Body Press haben wir halt gespielt, weil wir dachten halt, ja, wenn wir eh Death sind, ist halt auch Body Press der beste Move in dem Spieltag. Ja, außerdem, wenn, also es war die Überlegung, ob vielleicht statt Defog
den Flying Typing zu spielen, aber Defog war halt wichtig wegen Rihornios, Stealth Rock oder wegen Slurp of Klebenitz. Ja, und wir hatten halt keinen Bock auf beides. Wir hätten halt keinen Bock auf beides, weil zum Beispiel Klebenitz gegen Manectic wäre halt nervig gewesen, wenn dann auf einmal Slowpunny doch schneller ist, obwohl das ein Speed-Teil wäre. Oder Rocking Amphira, Oder Rocking Amphira. Ja, und einfach damit wir Magneton eine Chance haben rauszunehmen, falls der in uns reinwechselt. Einfach free drin bleiben wollen. Und falls der in uns reinwechselt. Ja, ja. Weil Magneton und ist halt auch so eine Sache. Magneton gegen Lopunny machen wir guten Damage. Also Body Press auf jeden Fall nice. Jetzt halt die Klappe. Magneton ist nämlich so eine Sache. Ja. Shed Shell, das Wechselhülle. Das Item funktioniert so. Sollten wir getrappt sein, wie Arena Trap oder in dem Fall. Was Magneton hat, also die Stahlfiguren müssen in die drin bleiben, können nicht rauswechseln. Und das haben wir halt ganz klar gesehen im Gegnerteam, weil wir uns dachten, ja, Magneton nimmt uns One-Hit raus, wenn wir halt ohne Shed Shell rein drin sind. Shed Shell erlaubt es uns halt immer rauswechseln zu können. Es verbraucht sich auch nicht. Soweit wir wissen, aber ich glaube, die. Das werden wir noch gucken. Also aber zumindest glaub, soweit wir wissen, außer sie haben es in dem Spiel. Egal. Und insgesamt wollten wir das Item spielen, damit wir halt Magneton nicht geforst sind, drin zu bleiben. Ja, und dann vielleicht in Manectric rausgehen und uns einen Free Boost absnacken können, weil sie denken halt, ja, Magnetpool, da können wir einfach free auf den Voltswitch gehen, dann haben wir einen plus 1 Boost. Ja, so, dann haben wir Gourmet wieder dabei. Diesmal mit der Cobra Berry, der Anti-Flugberry. Da wir das Mont hier nutzen wollten, um auch ein bisschen was gegen Retardero zu haben, gegen Noctu zu haben. Weil wir gesehen haben, dass das Ding eigentlich den beiden mit einem Will-O-Wisp einfach ist nutzlos machen kann, zum Beispiel in Restaudero. Gegen Rihornia vor allem nochmal, weil wenn wir zum Beispiel mit Slowbro mit Teleport rauswechseln, die immer noch in Rihornia drin bleiben, wir brauchen halt nur Rihornia Revenge und da war Gourmet halt einfach super. Und dann haben wir tatsächlich uns gedacht, auch wenn es kacke aussieht, eigentlich in dem Spieltag nehmen wir Lucy mit. Nämlich den Choice Scarf, da wir gesehen haben, dass Choice Scarf am Vierer im Rain ein Kingdra ausbieten kann. Sollten wir Kingdra low genug kriegen, falls mit zum Beispiel Mondes. Mit Modest, aber wieso sollten sie nicht Modest spielen? Ja, wieso sollten sie nicht Modest spielen, wenn sie eh wahrscheinlich schneller sind? Ja, sonst machen sie nämlich nicht genug Schaden gegen sowas wie Spedef Pyxie oder sowas. Und unser Pyxie, wäre der Plan irgendwie fehlgeschlagen durch einen Crit oder so und das Ding wäre low, hätten wir einfach mit dem Dragon Pulse es so gesagt revengen können. Oder es rausforcen können zu. Oder es halt rausforcen können zu switchen, wenn die und sich halt denken, wer geht so Suizid nicht rein. Wir wollten diesen Freetag safe auf den Win gehen. Und das waren halt, das sind halt alles Notfallpläne. Guck dir Gourmet an, Notfallplan, Lucy ist Notfallplan gegen Bellydrum Slurpuff. Ich glaube, da waren wir auch schneller. Ja. Mit Scarf. Wir haben halt die Toxic, um in den Switchen einfach irgendwas zu machen. Wir haben auch die Toxic, Fähigkeit gespielt, falls. Wir uns dachten, wir sind jetzt in einem Manectite drin, das wechselt vielleicht raus, wir drücken jetzt Toxic. Wenn es drin bleibt, ist es halt getoxic. Ja. Die anderen Move erklären sich von selbst, also Flamethrower einfach Step gegen Magneton, dies, das, gegen Chimsticks. Dragon Pulse gegen Kingdra, wie gesagt, wir machen über 50% knapp. Und Sludge Bomb nimmt halt Slurpuff raus. Ja, so oder so. Also das macht keinen Unterschied, ob jetzt Sludge Wave. Aber mit Sludge Bomb hatten wir halt noch die Chance zu toxiken, falls sie in Quaxo oder so gehen auf Amphira. Ja. Ja. So, dann kommen wir halt direkt dazu, wie denn unser Match eigentlich aussah. Hier haben wir das Replay. Ja, ja. So, jetzt erstmal zum Lead. Ja. So, also erstmal gucken wir uns das Gegnerteam an. Denn sie haben den Rain nicht dabei. Sie haben den Terrain nicht dabei. Und in unserem Kopf war es einfach nur so. Was außer ein wenig Magneton, welches wir mit diesem Team ja auch handeln können, soll uns super, eigentlich runterkriegen? Ja, ja, weil wir hatten halt gegen, zum Beispiel gegen Slurpuff den Plan mit Amphira, wir hatten Slowbro, wir hatten wir waren hier sehr, sehr positiv. Wir dachten uns, vielleicht könnte es auch ein 6-0 werden, aber uns war sicher, egal was von uns stirbt, danach wird es einen Revenge-Kill geben. Egal auf was. Ja, also das Gegnerteam hat uns sehr auf jeden Fall überrascht, wie du schon gesagt hast. Und jetzt zum Lead. Es gab halt die Option, oh mein Gott, vielleicht liegen sie mit Slurpuff Klebenitz, weil es sah halt so aus in dem Team, dass sie vielleicht mit Rihorn Shenanigans machen wollen mit Thiefol, weil sie ja keinen Grassy. Also insgesamt haben wir uns halt gedacht, egal was reinkommt, Panzeron sieht halt nice aus als Lead.
Ja, weil das Einzige, was da reinkommt als Lied zum Beispiel, ist halt Magneton. Oder Rehorn, ja. Und dann switchen mit Manectric und dann kriegen wir am Anfang gleich einen Boost. Ja. Ja. Und dann... Und wir gingen halt rein, wir leaden mit Skarm und sie leaden mit Rhyperior. Das haben wir uns wahrscheinlich schon gedacht. Ja. Und haben uns halt gedacht, ja, okay, was soll das Ding machen? Stone Edge macht eigentlich nicht genug, wir gehen auf die Rocks. Ja, und die drücken Thunder Punch. Und hier wussten wir direkt schon eine Sache. Wir haben gekalkt, weil wir intelligent sind. Ja. Und haben herausgefunden, das Ding ist banned. Ja, also wir haben zweimal gekalkt. Und das ist Choice, Element, banned. Alles andere hätte viel zu wenig Schaden gemacht. Und ja. Deswegen gehen sie auch auf das Low Pony raus und wir haben halt gedacht, okay, vielleicht denken die, dass wir es nicht checken, gehen nochmal auf den Thunder Punch, wir gehen raus auf Manectic. Nee, wir sind hier sogar geroostet. Genau, weil wir sind schneller, verlieren, weißt du, war mein Play? Ja. Weil wir sind schneller, verlieren den Flugtypen und tanken halt den Thunder Punch und sie sind gelockt. Also stimmt. Was wollen wir tun? Ja, dann kommt halt das Low Pony rein und wir denken uns halt einfach nur so, was macht Low Pony? Das drückt Cosmic Power. Ja, wir dachten halt, vielleicht wird das jetzt auf Muggelhieb, aber wir wollen keinen Chip auf allem anderen. Und wir dachten uns halt auch, was wir uns auch dachten, oh Gott, wenn es das auf irgendwas passt, könnte es kritisch werden. Wir drücken aber hier einfach den Body Press, sehen, das macht 60%. Und jetzt denken wir, oh shit, die passen raus, aber dann haben wir gesehen, in was wollen die das denn passen? Weil wir können einfach das Super Damage und Slurpuff gegen Panzer Iron. Ja, also, wir können halt immer noch die, wir können halt immer noch die Steel Courage haben, welche wir nicht dabei hatten, aber insgesamt. Die drücken hier auf den Thunder Punch, wo wir uns da dachten, ihr opfert also das Ding einfach weg, okay, gut, warum nicht? Also Megalopani war noch super gegen sowas wie, wie Pixie halt einfach. Ja. Das war das Einzige, wegen das noch gut war. Oder halt im Speedteil mit Manectric, aber Manectric hat nochmal den Bedroher. Also vielleicht hatten die es auch bewusst abgeworfen. Aber ist einfach nicht mehr gut aus. Aber insgesamt, ja. Skarm, Next Kill. Ich glaube, das Mond war uns, was bisher die meisten Kills gemacht hat. Ja, Skarm mit Mega Manectric, aber das werden wir noch sehen. Dann kommt deren Magneton rein und wir halt sind rausgewechselt. Wir sind halt rausgewechselt und tatsächlich. Berichtigt uns in den Kommentaren. Verbraucht sich Shedshell ja oder nein? Weil wenn nicht, ist das kein, hat es die Fähigkeit nicht. Ja, dann hat es wahrscheinlich Sturdy. Was dann auch nice. Oder Analytic. Ja. Weil Analytic, wenn du langsam bist, machst du mir Schaden, dies, das. Also es ist auch nice für den Switch-Out vielleicht. Ja, die Toxiken halt. Toxic gegen einen Panzer Eron, dass sie mit Body Press raus sind. Also guter Player von ihnen an der Stelle. Ja. Aber hätten sie Magnetpull gehabt, wäre Toxic halt nie ihr Play gewesen. Ja. Aber das hat uns halt gezeigt. Dann kam das Crafty rein und wir hatten halt erstmal Angst, weil Crafty sah auch sehr gut aus im Gegnerteam insgesamt. Einfach weil dagegen halt Slowbro nichts machen konnte. Wir sind ja auf Flamethrower gegangen, weil wir uns dachten, vielleicht drücken sie jetzt irgendwie. Keine Ahnung, wir dachten uns halt, wir wollen nicht megern, weil wir vielleicht das noch aufheben. Sind dann doch megert, weil wir uns dachten, ja, das Ding macht uns zu viel Damage, lieber ein Intimidate und dann Vote Switch. Ja, oder für den Dragon Dance Setup, weil und dann sind auf jeden Fall Spedef, was wir rausgefunden haben. Und dann können wir halt aufs Skarm gehen. Vielleicht sind sie halt Spedef mit Dragon Dance, um vielleicht noch was zu tanken von Electric. Und dann haben sie Super Fang gedrückt, was halt sehr gut war. Nur nicht gegen Skarm, weil Skarm schon Half-Life war. Ja. Und das war halt auch die Intention, weil das war Spedef und wir konnten einfach free ins Skarm reingehen. Und Skarm hat einfach den nächsten Kill, weil wir schneller sind. Body Press, Skarm, zwei Kills, let's go. Dann kam es rein, das Geonux. Geonux kam rein, wir sind in Clef gegangen direkt. Burning Jealousy kam rein und wir sehen, es ist Life Orb. U-Turn kam, wir sagten uns halt in dem Fall, glaube ich, einfach nur so. Wish eigentlich. Fuck the shit, we wishing. Ja. Protecten dann halt, um zu gucken, was die halt drücken, weil wir wussten, die müssen sich locken und wir können danach einfach auf irgendwas raus switchen. Das war halt ein großer Vorteil in dem Match, dass wir wussten, dass sie banned waren. Die wechseln halt raus in Magneton. Ja, wir dubbeln halt in Gurgeist, weil das halt, wir sehen, dass es Scarf. Ja, und das war der wichtigste Moment, finde ich, im Kampf von Gurgeist. Ja. Weil Frisk haben wir rausgefunden, oh mein Gott, das ist Scarf, wir müssen aufpassen im Late Game. Und wir konnten halt wieder mit dem Protect von Pixie ein bisschen die locken. Ja, die hatten zwei Choice-User, was wir jetzt wussten, und halt einen Live-Orb Gaunox. Dann kam das rein, das Gaunox, und wir sind wieder auf Dings gegangen. Sie sind wieder auf U-Turn gegangen, aber insgesamt verliert das Gaunox mehr Schaden als wir, wenn es U-Turn drückt. Wir können einfach wieder wuschen. Ja,
Magneton kam rein, wir haben halt Protect gedrückt, weil sie Scarf sind, es kam die Flash Cannon. Ja. Und wir sind halt dann deswegen raus auf Slow, Bro, es kam die Flash Cannon, es macht halt gar nichts auf Slow. Wo wir physisch defensiv sind. Und wir haben dann hier, glaube ich, einfach Scald gedrückt. Ja, weil und es kam der direkte Burn, ja, okay. Aber da haben wir jetzt ein bisschen dumm gespielt, finde ich. Wir sehen, also erstmal der Crit war schön, ne? Wir sehen, es ist ein Wish Protect Set, ne? Wir hätten jetzt, glaube ich, hier mit einem. Wir sind jetzt hier aufs Gold, glaube ich, gegangen, weil wir einfach predict haben, dass sie rausgehen. Maybe. Ja, weil in. Also, ja, wir hätten. Und jetzt, jetzt wäre halt so eine Sache. Ich weiß nicht, ob schon dieses, ob wir es jetzt nochmal einmal durchziehen oder zweimal durchziehen, aber ab einem bestimmten Zeitpunkt, wo wir wissen, dass sie Wish drücken, hätten wir einfach auf Skarm oder Amphire rausgehen sollen. Es ist halt wirklich so. Wir hätten einfach auf Skarm oder Amphire rausgehen sollen, weil sie, wenn sie Wish drücken, weil dann können sie nur noch Protect drücken und dann sind wir trotzdem mit drinne, weil sie uns nicht angreifen werden. Ich darf mir noch kurz was sagen. Der Burn war zwar doof, aber wir sind nicht in Skarm rausgegangen, wie gesagt, weil, dass er halt die ganze Zeit Flamethrower gedrückt hat und Wish abwechseln. Ja, und deswegen. Und wir haben uns, glaube ich, wieder hochgeheilt mit den Leftovers, den U-Turn-Chip, glaube ich. Ja, und aber was ich mir halt denke, das Slurpuff ist langsamer. Wir hätten halt irgendwie den Turn, wo es Protect drückt, einen Roost drücken können. Das wäre halt immer noch die Sache gewesen. Ja, damit wäre halt Skarm wieder ein bisschen mehr im Match gewesen. Ich glaube, da haben wir einfach versucht, so safe zu spielen. Da hätten wir ruhig ein bisschen uns was trauen können, aber. Ja, aber ich finde das gar kein Missplay, weil jetzt in Amphira, die hätten den Surfer haben. Ja, okay, jetzt wollten wir halt auf Psychic gehen, da haben sie halt gut auf Geonux geswitcht. Das Ding ist halt jetzt wieder voll und wir gehen auf Clef halt. Der Dark Pulse kommt, der Dark Pulse macht doch schon gut Damage. Aber Slurpuff kommt wieder rein und wir wishen. Ja, weil wir dachten halt, Magneton kommt wieder rein. Und wir dachten uns halt nicht again, Bitch, wir drücken Moonblast und heilen uns halt voll wieder. Ja, und der Rihornio kam rein. Rihornio kam rein und wir protecten halt, weil wir dachten, jetzt kommt halt wieder der Iron Tail. Und sie drücken Rocks. Ja, ja, aber das, was wir predicted haben in dem Moment, ist einfach der Wish. Weil hätten wir Moonblast gedrückt, hätte es nichts gemacht wegen dem Wish. Und das Protect war einfach safe, weil die waren banned. Und hier haben wir uns halt gedacht, Cosmic Power. Ja, und sie dachte sich halt Toxic. Okay, Toxic war halt der beste Counter gegen uns in dem Fall, weil wir halt nicht Magic Guard, sondern Unaware sind, wegen den ganzen Setup-Möglichkeiten. Ja. Wir sind aber weiter auf Dings gegangen und dachten uns halt, ja, fick dich, Moonblast macht jetzt Damage, Rihornio wird jetzt wahrscheinlich auf Iron Head gehen, macht trotzdem Damage, aber wir machen halt, es ist halt trotzdem wenig durch... Unsere Beere. Ja, jetzt kriegen wir Rihornio für Amphira Late Game Sweep. Ja. Der sah gerade mega insane aus. Deswegen gehen wir jetzt auf Manectic und drücken. Die gehen auf World Switch, war klar. Und jetzt kommt das Geonox. Und jetzt ist halt die Sache. Was wir uns halt dachten, Amphira. Was ich vergessen hatte, auf das Geonox im Kalken Alive Orb zu packen. Warte, ganz ruhig, mach nochmal bitte. Was wir jetzt hier dachten, wir hätten eigentlich immer 5-0 gewinnen können. Ja. Also wir hätten Manectric hier abwerfen können und danach an Amphira alles durchsweepen. So, wir hatten aber eine Chance, 6-0 zu gewinnen. Und zwar, wenn sie nicht Modest Life Orb sind, hatten wir eine 50%ige Chance, dass Amphira den Hit lebt und dann durchsweepen. Das wäre unsere einzige Chance gewesen, ab der Stelle den 6-0 zu gewinnen. Also haben wir das riskiert, weil wir so oder so was abwerfen mussten. Die Rocks konnten wir nicht entfernen, weil wir nicht aufs Garm gehen wollten und leider sind wir hier gestorben. Aber das ändert nichts daran, dass wir jetzt einfach wieder in Manectic gehen können, weil Manectic den Schaden ja nicht gefressen hat von der Runde und deswegen einfach in jetzt den nächsten zwei Turns zweimal Flamethrower drücken kann. Der Crit meddert hier übrigens nicht. Magnet, was auch wichtig war. Also wir hätten so oder so 5-0 gewonnen. Außer natürlich, sie wären Timid gewesen mit Magaunux, dann hätten wir 6-0 gewonnen. Aber auf jeden Fall, 5-0, ich sag einfach nice gepreppt von uns und auch clean gespielt. Wir haben einfach sicher gespielt. Auch wenn vielleicht halt einfach die ganzen Wincons, die sie hatten, einfach nicht dabei waren, finde ich. Ja. Was schade ist. Also ich Kingdra war nicht dabei, was halt super nice war. Das hat auch das Ergebnis stark beeinflusst, fand ich. Das ging doch nicht dabei war und kein Quaxo als Switch-In, weil man hat gesehen, zwischenzeitlich konnte Skarm einfach Free Body Press drücken gegen alles. Und wir hatten nichts, was uns dann so richtig krass dafür geblamed hat, dass wir einfach Body Press gedrückt haben. Ja, okay. Und ja.
Insgesamt, wir sind sehr zufrieden nach unserem 6-0 Strike und dem 4-0. Geht's jetzt wieder in die richtige Richtung mit der Difference und in Richtung Playoffs. Wir stehen wieder neutral mit 2-2. Wir sind auf Platz 8, also wir sind im roten Bereich ganz oben. Ja. Wir sind die Ersten von unten sozusagen. Wir sind die Ersten von unten und unser Ziel ist es, die Letzten von oben zu werden. Danke. Ja, nee, ja. Aber nächsten Spieltag. Auf jeden Fall gegen Hector Feed, das wird sehr intensiv, das habe ich also schon. Wir beide, also du hast sie ja letzte Season geschlagen tatsächlich. Ja. Und ich habe eine komplette 5-0 Klatsche, glaube ich, kassiert. Ja, ja. Und für mich ist es einfach jetzt. Ihr Team ist anders. Ihr Team ist offensiver als letzte Season, das können wir jetzt schon mal sagen. Wir haben schon mal uns das Team angeguckt. Ja. Ich meine, wir nehmen wieder zu spät auf, einfach weil wir an dem Wochenende keine Zeit hatten, weil wir am Samstag 23 Uhr gefightet haben und der Typ Sonntag keine Zeit hat immer. Hab kurz was getrunken. Und insgesamt, wir freuen uns auf den nächsten Spieltag. Hoffentlich wieder mit einem Sieg, werden wir ja dann sehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne etwas Positives da lassen. Auch gerne ein Abo. Wie Chat-Shell funktioniert. Wir sind einfach. Schreibt uns in die Kommentare, wie Chat-Shell genau funktioniert. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Spieltag oder zum nächsten Video. Oder vielleicht auch bald zu einem neuen Stream. Ich will wieder anfangen, aber es ist halt gerade ein bisschen so, Internet ist halt wieder besser, aber auch irgendwie nicht. Ja. Und ich habe noch die Woche Ferien und ach. Ja. Ich fange auch bald wieder an zu streamen. Mal sehen. Bis dann. Tschüss.